Ja, das mit dem um die Häuser ziehen, das hat beim letzten Mal ein ganz klein wenig gedauert und wir werden auch noch nicht zu einem Ende gekommen sein. Unabhängig davon, was ich euch bei den letzten beiden oder bei der letzten Folge versprochen habe. Und damit herzlich willkommen zurück bei Kena Bridge of Spirits, bei Alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel und ja, wenn ihr hier Kena mal so ein bisschen anschaut, sie hat ein bisschen ein anderes Kostüm an, das ist das Dörfler-Kostüm. Ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit seit der letzten Folge mal ein ganz klein weniges Backtracking gemacht und dementsprechend über die Challenges wenigstens mal zwei Kostüme freigeschalten und auch nochmal zwei Häuser freigeschalten. Man sieht, das eine ist hier schon, da ist ein roter Kringel, das andere war nicht weit davon entfernt. Das ist auch hier irgendwo um die Ecke. Glaube, da hinten dann eins weiter. Ja, genau, also. Das Kostüm kann ich euch natürlich auch nochmal zeigen, das andere. Das wäre jetzt hier am Wagen natürlich. Ich habe auch noch den einen oder anderen Rock gefunden. Genau, also wir haben hier nochmal das Bombenlegerkostüm. Das könnten wir auch noch tragen. Und wir haben auch noch, das habe ich gar noch nicht gesehen, ein Schattenkostüm. Das sieht natürlich noch viel cooler aus. Und ein Deluxe-Stab. Das muss wohl durch die Complete Edition oder halt, ja. Doch, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Deswegen nehmen wir mal das hier. Das Schattenkostüm. Und haben auch den. Ja, sieht so ein bisschen aus wie der Gandalf-Stab hier jetzt mit dem Weiß. Genau, also. Plan für heute: Wir decken jetzt erstmal die beiden Häuserli auf. Und dann machen wir uns weiter an die Story. Hier ist auf jeden Fall noch was, was wir wegmachen müssen, damit hier wieder alles schön schön wird. Anhand der Geister sah das ein bisschen aus wie eine Werkhalle oder sowas. Go get it. Und wir brauchen hier. Achso, das ist schon der Tropfen. Ich wollte schon sagen. Den brauchen wir auf jeden Fall, um hier nochmal ein bisschen Sachen frei zu machen. Da war nämlich zumindest mal. So sah es aus. Da vorne noch ein bisschen. Oder auch nicht. Moment, aber wenn wir hier jetzt schon mal einen Tropfen haben. Ich habe zwei Sachen, die wir hier machen können. Oh, das ist jede Menge Geister. Zum einen, man kann hier diese Heuballen da oder Heuhäufchen so ein bisschen wegmachen. Genau, da hat sich doch schon wieder was hinten verbunden. Ergeben, meine ich. Hier, Habba Habba. Für die kleinen Viecherli. Nom nom nom. Und? Jetzt ist die Frage. Also hier vibriert auf jeden Fall noch was. Hier ist noch irgendwo was. Ich glaube, in die Hütte müssten wir auch noch reinkommen. Und mit dem Wassertropfen hier. Da können wir sicherlich noch andere Sachen hier freischalten. Guck ich mal, wo es hier in die Hütte reingeht. Da. Ich sehe einmal eine Kiste. Wieso kann ich denn jetzt nicht hüpfen hier? Okay, ich kann da drin gar nicht hüpfen. Übrigens, gegenüber, man hat es gerade schon gesehen, da ist auch schon das nächste Haus. Da im Schubfach haben die sich versteckt oder der eine Rott. Na komm her. Der bringt doch, glaube ich, schon einen eigenen Hut mit. Damit haben wir jetzt 61 von 65. Also ja, ich habe auch tatsächlich nochmal so eine Handvoll Rotts gefunden. Dürfen so um die 6 oder 7 gewesen sein. Die waren gar nicht so schwer vom Maß her, wie sie versteckt waren. Man darf halt nur nicht allzu blind sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt hier auch frei bekommen. Mit dem Tropfen. Beziehungsweise hier vorne der Schrein zum Beispiel dürfte jetzt auch gehen. Wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht gibt es aber auch hier noch einen Shortcut. Ich weiß nicht, ob die Rot hier irgendeine Tür aufmachen können. Manchmal geht das, aber jetzt hier offensichtlich nicht.
Ja, mehr Punkte für die Cosmetics. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Haben wir hier noch mehr, was wir... Okay, wir probieren mal da hinten, also hinter dieser Wand, wo wir jetzt drauf zulaufen, unseren Wurm dahin zu boxieren. Und schauen mal, ob wir da tatsächlich auch noch was freimachen können. Wäre cool, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht auch wieder irgendwas mit der Post zu tun hat. Also hier ist auf jeden Fall mal, da hinten ist so ein Postkasten, aber das hier könnte ich mir vorstellen, dass es geht. Okay. Da brauchen wir noch mehr Post. Das wird so ohne nicht funktionieren. Ja, die Kiste haben wir schon gemacht. Ich guck gerade nochmal, ob wir noch irgendwo was haben. Es sind jede Menge Geister. Ich glaube, umso mehr man hier von dem Dorf befreit, umso mehr könnten hier auch kommen. Was für eine Logik. Gut, dann machen wir hier gleich das Gegenüber. Das ist jetzt hier oben. Ach so. Hier hoch, oder? Das Schöne ist, dass wir diesmal tatsächlich nicht ganz so lange gebraucht haben, um ja, die beiden Gebäude zu finden. Die lagen sehr nah beieinander und waren auch noch recht einfach zu finden insgesamt. Aus wie ein Schrein oder ein Tempel oder sowas vielleicht? Und ich sehe schon eine Lootkiste. Und eine Herausforderungskiste. Okay, hier kriegen wir, glaube ich, doch noch ein bisschen was zu tun. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier sonst noch was hätten. Da oben wäre noch ein... Achso, da kommen wir wieder raus, oder? Das ist einfach nur fürs Rauskommen. Genau. Das ist hier so eine kleine Arena offensichtlich. Na, mal gucken. 20 Feinde. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die große Anzahl an Feinden in der Zeit besiegen soll. Könnte. Wird auf jeden Fall knapp. Einer noch. Das geht tatsächlich. Okay, da ist einfach nur der Spawn an sich wird halt nach hinten raus schneller. Deswegen kann man dann auch mehr gleichzeitig Hops nehmen. Ein neuer Rott. Ach nee, die bringt auch nicht ihre eigene Hüte mit. Okay, dann haben wir die nächste. Okay, das sind jetzt einfach drei Challenge-Truhen. 18. Okay, wie soll ich denn den rechtzeitig jetzt wegmachen? Dann mit dem ganzen Kleinkram, der noch kommt. Das wird schon echt sportlich. Ich glaube, das ist darauf ausgelegt, dass man hier mit Konter arbeitet.
Ja, treffen müsste man halt, ne? Das reicht nicht. Da haben wir noch. Das ist knapp, aber das reicht nicht. Irgendwo gab es noch einen. Also unschaffbar ist es auf keinen Fall. Ich würde es mal probieren. Aber ich würde mal ganz kurz warten, bis wir wieder die vollen Hitpoints haben. Ja gut, wenn ich das so sehe hier, was wir hier noch an Aufgaben haben, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob wir nochmal zur Hauptquiz weiter können. Ja, mal schauen. Mit der Zeit spielen. Die 15. Wo sind denn die zwei noch? Eine? Zwei. Okay, hat gepasst. Hat gepasst. Wir hatten sogar noch ein paar Sekunden jetzt Zeit. So, und dann looten wir erstmal die und vermutlich gibt es dann auch noch die. Boah, das war das nur für die Kosmetiksteinchen? Echt jetzt, so? So, große Kiste. Was kommt da denn jetzt raus? 30 Feinde in einer Minute. Oh Gott, das wird aber jetzt sehr sportlich. Ja klar, ein großer, richtig, den haben wir jetzt gebraucht. Nee, das hat nicht gereicht. Puh, ich weiß nicht, ob ich das mit den Mitteln, die ich habe, schaffe. Das ist jetzt halt schon sehr krass. Mit einem Bömmchen könnte eigentlich was gehen. Ich schau mal gerade, kann ich noch irgendwas upgraden? Nee, für den Moment glaube ich nicht. Aber hier Luftschlag würde gehen. Den könnte ich mir noch mitnehmen. Ja, komm. Was soll der Geiz? Wie ist das, wenn ich jetzt hier anstatte? Kriege ich hier volle Hitpoints? Nee, ne? Ach, verflixt. Ich krieg das auch mit dem Timing nicht hin. Thank you.
Ja, das war echt nett. Das war echt nett. Aber der. Ach, ich hab. Ich habe wenigstens den Spell habe ich jetzt wieder. Ist mir wieder eingefallen, der mit dem Hammer. Damit könnte vielleicht was gehen. Der killt ja schon ein bisschen was weg. Ich würde noch einen Versuch jetzt mal reingeben. Mal schauen, wie nah wir noch rankommen. Und wenn das nicht hinhaut, dann. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt einfach mal was Produktives und gehen dann nochmal weiter zur Geschichte. Die Folge ist ja auch schon wieder ein bisschen fortgeschritten, sehe ich gerade. Auf, einmal machen wir noch. Nee, das war eigentlich der falsche. Den wollte ich nicht haben. Nein, das war auch das falsche. Das ist so knapp. Ah, eigentlich hätte ich ihn haben müssen. Nein, das war... Okay, ich probiere das ein anderes Mal nochmal. Vielleicht mache ich es einfach offscreen und sage euch dann, was es dann in der Kiste gab. Wir gehen jetzt mal weiter hier, damit wir hier nicht ewig da rumhängen. Ich habe auch keine Ahnung, was es hier gibt in der Kiste. Vielleicht könnte es auch mal wieder ein Charme sein. So, wo waren wir denn? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen Eingang zur Schmiede. Also, dann würde ich mal das nächste nahe nehmen. Sowas aber auch. Ja, ich glaube, der Trick könnte sein... Huch. War ich hier schon mal? Ist das der große Baum? Also, das könnte der große Baum sein. Genau, hier gibt es noch einiges zu reinigen. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das schon wegbekommen. Gut, wir müssen zur Schmiede, also jetzt quasi einmal über die Brücke. Wir haben uns auch hier schon mal so ein ganz klein wenig umgeschaut. Ich glaube wirklich vollständig natürlich noch nicht. Aber so das eine oder andere haben wir ja doch schon gefunden. Ja, und was den Challenge von dem angeht, ich glaube, dass man das ganz gut hinbekommen kann, wenn man halt häufiger die Zeit ja verlangsamt über das Hüpfen. Ihr seht, ich habe immer noch das Problem, dass ich... Oh, was bist du denn? Doch, sowas hatten wir auch schon mal. Dass manchmal das mit dem... Schießen nicht hundertprozentig funktioniert. In dem Fall jetzt schon, aber... Manchmal lasse ich irgendwie beide Trigger gleichzeitig los. Scheinbar. So suggeriert es mir das Spiel, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich das nicht tue. Da komme ich doch von der anderen Seite... ja, das kann man von der anderen Seite irgendwie auch bekommen. Künstlern nach... Also ich... Es vibriert auf jeden Fall noch was bei mir am Controller. Heißt, da kommt man irgendwie auch noch rein. Mal ein bisschen außen rum gehen. Hier ist noch Ackerfläche. Oder ist noch eine Challenge-Kiste. Alles klar. Okay, ich mach mal kurz die Challenge-Kiste. Moment, war das die ich vielleicht schon mal probiert habe? Ich habe keine Ahnung. 8 Feinde? Klingt jetzt eigentlich jetzt erstmal nicht so dramatisch. Yeah.
Den haben wir nicht kommen sehen von da hinten. Aber wo sind denn die anderen hier? Da ist noch einer. Gut, dass hier diesmal kein Timer läuft. Das macht das Ganze schon ein wenig entspannter. Oh, da ist noch ein Rott hier. Man sieht hier noch was Lilanes. Oder? Nee, das könnte einfach nur die Aufmachung der Map hier gerade sein. Auf nun kommen die. Sonst ist immer das Areal so kurz. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ich wieder die Tastenkombis nicht. Er hat eine Bubble. Es ist ein Taucher. Ach komm. Ich bin aber auch gerade von allem hauen hier. Eieiei, muss das sein? Eigentlich nicht. Autsch, 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 autsch. Na, komm schon. Einen haben wir noch. Puff. Puff. Das war schon ein bisschen sehr knapp jetzt wieder. Meine Güte. Da haben wir uns aber auch angestellt hier. Den Hund beim sonst was machen. Also, was ist denn da drin? Ein Hütchen. Indiana Jones Hut. Naja, nicht ganz. Ein Cowboy Hut. Ist hier noch? Ne, das Lila war nur fake. Und trotzdem muss es hier eigentlich irgendwo Wassertropfen herzugeben, herzubekommen sein. Damit man diese Hütte hier frei bekommt. Kann sein, dass es auch von da drüben irgendwo ist. Ah, da ist doch ein Wagen, ne? Genau. Sonne. Wir haben einen neuen Hut. Na, mal schauen. Wir rüsten mal ein bisschen was aus. Also Hut, Cowboys, kann man zwei mitnehmen. Sonne machen wir auch zwei. Sonst noch was? Irgendwas, was wir noch gar nicht haben? Nee. Gut, dann sind jetzt auch wieder ziemlich viele mit Hut unterwegs. Kein Sonnenbrand. Also auch hier geht's auch noch mal rein. Das müsste ein Teleporter sein. Ah, ist das die Schmiede? Ist die Schmiede? Ja, das ist die Schmiede. You made it. The path is blocked, but I'm sure Rufus can help. Rufus, das ist unser Steinochse. Die coole Socke. Kann ich ihn bitte als Bombe haben? Statt meiner eigenen? Der macht denselben Effekt. Er verkleinert hier ein bisschen was. Also fein gemacht, Rufus. Nachdem wir die Dings gerade haben. Ja, können wir machen. Die Korruption. Ich schaue, ob ich hier gerade mal, ob ich noch was sehe. Ja, da wird dann später nochmal ein Tropfen kommen, wahrscheinlich, wenn wir hier das Areal da bereinigt haben. Guck jetzt mal, dass da von hinten noch was kommt. Das ist das Spiel an der Stelle nicht. Oder? Ah! Hä? Ich bin noch ausgewichen, dachte ich. Jedenfalls hat
mir das Spiel auch so suggeriert, so im letzten Moment, hey, pass auf, da ist doch... Cool, wir haben einen Aussichtspunkt. Nee, das ist kein Aussichtspunkt. Das ist zum Abschießen hier. Und wieder ein Rott. Ja, wir nähern uns so langsam der, ich glaube, 65 Rott-Marke. Da fehlen nur noch zwei. Schön, schön. Ist noch was? Irgendwas vibriert hier noch? Was übersehen? Vielleicht ist es ja auf einer anderen Ebene. Da hinten rechts ist auf jeden Fall nochmal eine Blüte, die wird sicherlich auch nochmal irgendeine Rolle spielen, und sei es nur... Oh, das könnte da hinten auch nochmal ein Rot sein. Wie kommt man denn da hin? Wie soll man da denn hinkommen? Ich kann es hier nur runterspringen. Ich hätte ganz gerne einen Rot. Dann ist es wahrscheinlich deswegen, dass man hier da drüben die Blüte hat. Und dann halt von hinten daran kommt. Na gut, dann hilft alles nichts, springen wir runter. Immer umschauen, habe ich mittlerweile gelernt. Immer umschauen. Oh, hier ist es ein bisschen düster. Ich hab das da reingeworfen, sag mal. Was kommt da noch an? Na komm, zeig dein Innerstes. Und hier vielleicht irgendwie wieder hoch? Nee, ne? Nee. Hätte es sein können, dass da noch eine Blüte oder sowas hängt. Und sich dann nochmal so hoch gucken kann. Was passiert hier? Ah, da müssen wir aber erst... Okay, ich sehe schon. Das ist erst, nachdem wir hier oben sind. Dann geht's hier weiter. Ja, treffen müsste man können. So, zwei Wege. Jetzt ist wieder... Ah, da ist es. Da, guck, das ist es, das ist es. Das habe ich gesucht. Genau, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Dachte mir schon gerade, wo ich die Blume gesehen habe. Das könnte sein. Hallöchen. Hi. Einer fehlt uns noch. Ja. Und dann würde ich sagen... Beim nächsten Mal schauen wir uns den anderen Weg an. Plus, ja, vielleicht finden wir beim nächsten Mal auch noch den einen Rott. Dann steigen wir da wieder eine Stufe auf. Ja, und dann haben wir heute auch wieder ein bisschen was gemacht. Dorf ist wieder ein bisschen freier geworden. Wir sind wieder ein bisschen stärker geworden. Wir haben uns wieder ein paar Sachen angeschaut. Gut, die eine Challenge haben wir jetzt vielleicht nicht geschafft, aber das kriegen wir noch irgendwann. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich. Tschüss.